Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange Before the Storm. Wir sind hier immer noch im Krankenhaus und haben am Ende der letzten Folge ein bisschen mit Chloe hier nachgedacht. Und deswegen sitzen wir hier gerade auf diesem Piratenschiff, heißt es, glaube ich. Wo wir aber auch mal weggehen. Es gilt immer noch Zeit totzuschlagen. Ja, und ich bin mal gespannt, wie wir das machen. Gibt's hier irgendwas? Wir haben das letzte Mal da was gemacht. Dort geht's zu den Krankenzimmern, aber hier. Okay. Oh shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. There's a sign for the prenatal class. I can't believe we're finally doing this. I'm so excited. You're gonna be a good dad. Guess I'm glad we stole their wine. Hä? Wein geklaut? Wein geklaut? Wann haben wir Wein geklaut? Also ich denke mal, das wird innerhalb von Before the Storm gewesen sein, aber Wein geklaut irgendwann. Oh, das war in Episode 1 da bei dem Picknick, bei dem Ausguck. Ah, jetzt erinnere ich mich. Ah, das ist ja cool. Ja, und hier haben wir eine Nachricht von Steph. Bist du immer noch hier? Wir sind in Zimmer 785, falls du es vergessen hast. Cool. Okay, 785, das kann ich ja immer noch nachlesen. Können wir denen folgen? Wir können Poster anschauen. Oh, wir können Graffiti machen, geil. This poster seems to be missing some context. What to draw, what to draw. Okay, nurses. The world wants to know. What's so funny? Harmloser Witz, platter Witz. Was ist ein platter Witz? Das interessiert mich jetzt. Was ist mit platter Witz? Hä? Also ja, gut, flach, meint er mit Flachwitz? Cue laugh track. Okay, I'm so tired of dealing with assholes, then you shouldn't have taken the proctology shift. Haha. Okay, der andere Witz war wahrscheinlich lustiger. Cue laugh track. Ja, nee, ha. Okay, den können wir aber nicht hinterher. Aber finde ich cool, dass das von damals noch eine... Damals noch... Können wir eigentlich hier rein? Nö. Dass es von damals das übernommen hat. Ach so, apropos Graffiti. Okay, hier. Aber hier Snackbox, das haben wir scheinbar verpasst, weil es geht ja immer so. Und ganz ehrlich, Snackbox müsste doch eigentlich da... What the fuck? Bin ich eigentlich dämlich? Ich hab... If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Graffiti zeichnen können wir, aber ich hab... What the fuck? Warum ist das jetzt auf einmal da? Das war vorhin nicht da. Okay. I think this vending machine could be improved. Okay. Oh, yeah. I get it. Also, wir haben auch gar keine... Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, keine Wahl, was Nurse, wir hier... I'll need my forceps to extract this baby Ruth. Okay, das ist irgendwie schon lustig, muss ich schon sagen. Auch wenn es ein bisschen vulgär ist, aber... Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich das vorhin nicht machen konnte. Ich meine, ihr habt es gesehen, ich nehme das hier direkt im Anschluss auf, also... War... Egal. Vielleicht, dass man zuerst die Cutscene bei denen... weil die sich über das Baby unterhalten haben, muss ich wahrscheinlich vorher die Cutscene triggern, damit Chloe hier auf die Idee für das Graffiti kommt, schätze ich mal. Okay, hier ist noch was, okay. Ich hoffe, Mikey's doing better. I should visit him. Okay. Moment. Könnte es sein, dass hier brüderliche Extremität irgendwas mit Mikey zu tun hat? Und Schreibtisch des Staatsanwalts. Oh, das wird wahrscheinlich von James Amber sein.
Okay, aber erstmal das hier. Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Spenden. Die Feuerwehr von Arcadia Bay braucht ihre Hilfe. Ihre großzügige Spende wird dabei helfen, Waldbrände zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicher zu machen. Danke. Ja. Können wir spenden? Aber wir haben wahrscheinlich selber kein Geld, also. Gut, wo waren die jetzt hier nochmal? Und weiß ich zufällig, hier ist Dev. 785. Okay, 785. Ja, Anthony North. Ja, das ist dann wahrscheinlich der Vater, von dem wir schon was gelesen haben. Oder über den wir gelesen haben. Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how he's doing. Fragen wir ihn doch. Also, fragen wir ihn doch. All right, then. Thank you. Hi. Mr. North? That's me. And you are? I'm Chloe. Here to see Mikey? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Mikey's hurt, of course. But the doctors are saying it should heal up relatively quick. And Drew? Hey, maybe you heard. He's all set to go to Oregon State. Full ride for 4 years. That's awesome. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? Scheiße, wir haben schon... Scheiße. Wir haben es halt verbockt mit den beiden, aber wenn ich jetzt auch noch sage, das sollen sie Drew fragen, vor allen Dingen, dann wird uns Drew überhaupt nicht mehr mögen, also... No. Sorry. This weekend was actually the first time I really hung out with them. That's all right. I appreciate that you've been keeping my boys company. Mikey said he feels a lot safer around you. He's been seeming a little scared these days. I think my work situation's disappointed him. Both of them. Actually, in different ways. Sorry I'm laying all this on you. I've been trying to keep it light in there. That's okay. Nice of you to listen. Do me a favor. Don't worry either of them with... Oh, excuse me. Okay. Ich frage mich gerade, ob das wieder so eine Entscheidung war, wo ich am Ende sage, ja, ich war einer von nur 5%, die das hier zu ihm gesagt haben und die anderen haben alle das andere gesagt. Ich schätze schon. I hope the Norths are going to be all right. Ah, zum ersten Mal wollen wir hier nichts mit Graffiti verschmieren, aber gut. Okay, ich frage mich, ob wir eigentlich auch mit den Firefighters reden können, also mit den Feuerwehrleuten. Warum fallen mir eigentlich so häufig die englischen Wörter zuerst ein? Ha, egal. Erstmal... Chloe. Hey, you made it. Hey, Chloe. Hey. How's the arm, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff. But other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful.
How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Shit. You serious? Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? Nee, das nicht. Hätten wir vorsichtig. Ja, es war schon ein bisschen unsere Schuld, aber. Oh, no. We got our own set of problems with him. That's crazy. The whole thing makes me want to just. I swear, if I ever meet that shithead, I'm gonna. What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. I am. Like. Karaoke Kampf. Challenge him to a karaoke battle? Yeah, that's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of. But should have. Enough. Anyway, we're glad Rachel's okay. You should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Okay. Okay, wir können hier wieder raus. Zur Not. Also zur Not. Oh, man. Did I miss the robot visit? Was? Geometrie-Hausaufgaben, Kapitel, bla bla bla, fällig Mittwoch. Unser Roboter sieht scheiße aus, Mann. Wir brauchen dich. Können wir ihn morgen mitbringen? Ich weiß nicht, was das soll, aber okay. Mikey's nurses must love this. Was ist das denn? Okay, Name Michael North. Zulassungsdatum, okay, Einweisungsgrund, Cyborg-Operationen. Was? Wurde Uran ausgesetzt? Was? Drachenbiss? Oh, das hat... okay, das haben Drew und Steph geschrieben. Alles gleich. Ich dachte schon, what the fuck, aber okay. Hat ein bisschen lange gedauert, aber ich hab's gecheckt. Medikation, ja, Heiltrank, 6 Zauberbohnen, Kuss einer schönen Frau. Behandelnder Arzt, Dr. Bill Anderson. Ich glaube, das ist das Einzige, was hier irgendwie stimmt. Pain Scale. Okay, schade. Die Pain Scale ist hier nicht eingetragen. Aber lustigerweise gebrochener Arm tut gar nicht so weh. Also 2, maximal 4 hier irgendwo. Mehr ist es nicht. Ich weiß, ich hatte schon 2-mal was gebrochen und das ist nicht wirklich schlimm. Es ist mehr lästig, als dass es schlimm ist. Da hat Michael schon recht. Mikey's entering into a cartoon contest? I hope he wins. Michael, Erfolg! Ich konnte eine Verlängerung aufgrund eines medizinischen Vorfalls für deinen Eintrag in die Cascade Head Cartoon Wettbewerb herausschlagen. Ich denke, dein Superhelden-Design ist der perfekte Sprecher für die Erhaltung der Meere. Auf eine schnelle Genesung, Miss Cole. Kennen wir Miss Cole? Ich glaube nicht. Look at that. Wells being nice for a change. Da bin ich mal gespannt. Michael, ich möchte mein tiefstes Beileid für Ihre Verletzung ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf Ihre baldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich Ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass Ihre Lehrer bereit sind, all Ihre akademischen Bedürfnisse zu erfüllen.
Aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal. Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit sie sich nach ihrer Rückkehr sicherer fühlen, zögern Sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Ja, neues Sicherheitspersonal heißt, es wird bald doch arbeitslos mit seiner Band touren? Oder was? Steph und Drew. Okay, ich kann mit den beiden reden. Teddybär, Mikey, mal halt Mikey. Gips unterschreiben. Ach, das ist cool. Blumen, okay, was machen wir zuerst? Erstmal anschauen. Erstmal alles Unnötige anschauen. Oh, those must be from Steph's parents. Huh. Ich weiß nicht, sind jetzt Steph und Mikey eigentlich ein Paar oder nicht? Ich komme da im Real Life zwar auch nicht besser auf solche Sachen klar, aber... It's kind of nice that I can bum around here while I'm waiting for Rachel. Aber hier im Spiel ist es noch ein bisschen verwirrender. That's cute, I guess. Huh. Okay, erstmal mit den beiden. Steph and Drew aren't leaving Mikey's side. He's lucky to have them. Say hi to Rachel for us. We're rooting for her. Achso, nee. Moment. War das Steph? Hat Steph nicht gefragt, ob Rachel eine Freundin hat? Boah. Ich glaube, das war Mitte Episode 2, kurz bevor der ganze Shit passiert ist. Wo wir das einzige Mal in dem Spiel mit Samuel gesprochen haben, erinnere ich mich. Ja, keine Ahnung. Habt ihr noch was zu sagen? Say hi to Rachel for us. We're rooting for her. Okay, nee, nicht mehr. Gut. I barely knew Mikey 2 days ago. And now I feel kind of protective. Oh. Tell Rachel she's gotta come to board game night. Soon. Tell Rachel she's okay. Gotta come to board game night. Soon. Okay, dann unterschreiben wir den Gips. Hey. Can I sign your cast? Yeah, definitely. Something nerdy. But not too nerdy. Rüstung. Was heißt denn bitte schön Arm? Egal, Rüstung. Rüstung ist auf jeden Fall nerdy, aber nicht zu nerdy. Also je nachdem, was sie da raus eigentlich macht. Cool. Ah, ja, das ist cool. Ja, stimmt. Ah. Oh. Oh, das ist die brüderliche Extremität. Ich dachte schon, das war nämlich nicht als Graffiti direkt gekennzeichnet. Aber okay, bin zufrieden. Okay, jetzt haben wir eigentlich nur noch 2 Sachen. Wow, okay. Schreibtisch des Staatsanwaltes, unbeachtete Warnung. Also ganz ehrlich, vielleicht ist die Episode ziemlich kurz oder sie fühlt sich zumindest gerade relativ kurz an. Gut, sonst haben wir eigentlich nichts mehr, oder? Vielleicht hat Mikey... I really hope I get to see Rachel soon. Vielleicht hat Mikey noch was zu dem Gips zu sagen. Tell Rachel, she's gotta come to board game night. Soon. Say hi to Rachel for us. We're rooting for her. Nee, das war schon alles. Okay. Ja. Hey. Wait up a sec. Okay, noch nicht alles. Sorry I got angry at you yesterday. About the money. You were just trying to help. Don't worry about it. You were in a really tough situation. A situation I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. I think you saved us from something so much worse. Thank you. Yeah, sure. Thanks for stopping by. Bye, Chloe.
Nee, das hat sich alles eigentlich gut aufgelöst. Das ist ja geil. Und unerwartet, aber schön. James Amber, okay. Chloe, James Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht. Sie würde dich bestimmt gern sehen. Danke. Sehr gut. Wunderbar. Aber erstmal schauen wir uns nochmal kurz hier um. Arsen. Moment. Dein Vater ist einfach gegangen. Okay. Hat nicht mal Tschüss gesagt. Egal. More like silent hospitals slowly drive friends and family insane. Stille Krankenhäuser helfen bei der Heilung. Ich hätte das nicht so gut übersetzt. Zumindest auf die Schnelle. Case Staff Only. Da müssen wir garantiert irgendwie für Rachel einbrechen und irgendwas holen. Schätze ich zumindest. Ja, vielleicht auch nicht. Those guys look exhausted. Controlled. No, it's completely out. It extinguished itself. How could that be? Hell if I know. Okay. I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Unless you get stabbed. Okay, das war jetzt gerade so ein bisschen knapp hinterher. Aber okay. Das richtige Essen hält dich gesund und munter. Rechts ist die bessere Wahl. Ja, rechts, definitiv. Gut, Frage ist, können wir nochmal mit Rose? Ja, können wir reden. Und hier ist noch was. No visitors. In dem Zimmer? Ah nein, ich wollte ihn nicht. I never authorized that he be seen by. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist. Because my son was upset. Holy shit. Please, Mr. Prescott, your son needs serious psychiatric... My son needs nothing from you. He put down a couple of bullies who were harassing him at school. That is all. I'm so relieved that Rachel's awake. I believe we're so... Okay. I should see her right away. Alles klar. Da heißt Sean Prescott. Das heißt, er hat den Brief persönlich vorbeigebracht. Alles klar. Wir können aber hier nicht rein, ehrlich. Okay, das deute ich mal als Nein. Hey. Chloe. I can't even express. Thank you. So much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in Rachels Zimmer. Wobei, ja, die Folge ist nicht so lang wie im Normalfall. Aber ich würde sagen, Rachels Zimmer, also mit Rachel sprechen, werden wir dann beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.